Ich habe was ganz Tolles gefunden, Leute. Diesen tollen Raum. Ich bin im Haus des Bürgermeisters und wir haben eine Goldkammer gefunden. Weil wir... Also mit Rubin wurde hier eindeutig nicht gespart. So, aber ich bin ja eigentlich auf den Raum hinten aus. Weil hier sind... Kommt man nicht von Anfang an hin. Wir wissen, was hier unter denen ist. Phoenix? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso sollte dann der Raum so zu sein? Das meinen die nicht ernst, oder? Interessant. Vielleicht lag die Bombe nur nicht richtig. Okay, so viel dazu. Es ist doch kein Geheimgang da. Wundert mich allerdings. Hier werden nun... Ich habe keine Bomben mehr. Na super. Selbe mal wie es. Ich habe keine Bomben mehr, also geh mal kurz welche holen. So. Sorry, dass ich gerade so beschleunige, aber ich will ja noch sehen, was es hier noch so gibt. So. Weg, 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 weg. Alle weg. Weil eigentlich dachte ich ja, man kommt irgendwie da hinten hin, aber... Kommt man auch nicht so hin, wie ich es mir dachte. Okay. So, hier oben war noch eine Tür. Möglichkeit eventuell. Schön. Eine Truhe. Herzteil vermutlich. War ja so klar. So, jetzt machen wir nochmal normal. Jetzt habt ihr wenigstens gesehen, wo ich das Herzteil her habe. So, und wir sehen uns dann später wieder. Leute, ich habe was rausgefunden. Schaut doch mal, was da liegt. Das Buch. Eventuell komme ich jetzt zu den Schalter und kann mich damit zurückteleportieren. Weil das wäre praktisch. Ja, hier. Hinter denen. Weil ich zeige euch mal was. Wenn man hier lang... stößt man dagegen und so stößt man dagegen. Aber wenn man das jetzt probiert auf der anderen Seite, geht das irgendwie nicht. Und da habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal reingehen. Mal so. Und auf jeden Fall hat es geklappt. Jetzt haben wir das Buch und können durchaus in den dritten Dungeon. Und bis ich da bin, sage ich einfach mal bis später. Ach so, Leute, ich bin ja schon wieder da, bevor ich es vergesse, euch Bescheid zu sagen. Ja, ich bin wieder im Turm. Wir haben ja, wie gesagt, das Buch. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich es hoffe. Weil, wenn ja, dann komme ich hier eventuell auch heil wieder hoch. Und wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Aber ich denke mal, man kommt hier nur mit dem Buch weiter, weil da kommt man eigentlich fast nicht heil durch. Gehe ich mal stark davon aus, dass wir es brauchen. So, diesmal habe ich mir auch gemerkt, dass wir gleich oben lang müssen.
Wenn ich allerdings Pech habe, dann klappt es nicht und alles wird wieder rückgängig gemacht und das wäre doof. So, jetzt rasen wir hier runter. In der Hoffnung, dass wir einen ausweichen. Den schaffen wir nicht. Ah, nicht bis ganz runter. Naja, was soll's. Aber hoffen wir einfach mal, es klappt so, wie ich es mir vorstelle, weil dann bin ich glücklich. Und nicht nur ich, sondern ihr vermutlich auch, weil dann kommen wir endlich weiter. Durch diesen hässlichen Dungeon. Tollen, meinte ich natürlich. Ich mag ihn irgendwo. Er ist so schön kompliziert. So, jetzt müssen wir hier nur noch an dem Feuerwehr vorbei. Ganz schnell das Buch nehmen. Das Buch benutzen. Und natürlich hat es nicht funktioniert. Doch, es hat funktioniert. Was erzähle ich denn? Nee, hat es nicht, oder? Doch, hat's. Wenn man nur noch heil da hochkommt zu dem Feen. Schnell rein hier. Es hat tatsächlich geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist gut. Jetzt können wir uns hier die Feen holen. So. Das ist gut, weil jetzt können wir uns den Master-Schlüssel holen, den nächsten Gegenstand und dann bekommen wir das Master-Sword. Und natürlich andere tolle Sachen, weil irgendwas Tolles ist sicherlich auch in dieser riesengroße Truhe vielleicht enterhaft. Nee, es ist doch nicht so, wie ich es dachte. Also es könnte mir jetzt helfen, dass ich nicht so oft sterbe. Hä? Wie soll man das denn machen? Ich dachte, ja, ich bin verwirrt. Ich kann mir hier auch nicht vorstellen, dass hier nirgendwo was sein soll. Das ist ganz ehrlich, wenn das nicht so klappt, wie soll man das denn sonst schaffen? Weil hier nochmal hochzulaufen und das ist gar nicht so einfach. So, jetzt hier nochmal hinter. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da runterzukommen und wieder hoch irgendwie. Sonst wäre das ja Beschiss. So, jetzt hier schnell hoch. Und dann hier hoch. So. Natürlich ist da nichts drin und wie an was aus anders zu erwarten. So, jetzt müsst ihr nur an den vorbei irgendwie. Ich meine, wenn ich habe jetzt 7 Herzen, mit dem muss ich jetzt wieder hochkommen. Das ist ja das Problem. Weil ich muss erst noch an den. Die ziehen außerdem immer 2 ab, fällt mir mal. Mal schauen, wie lange das dauert. Aber wir müssen es ja mal kaputt gehen. Sage ich ja. Sehr viele Treffer brauchen die. Aber wirklich viele. Ja. Ist schon versaut. Gut, sie gehen irgendwann kaputt, aber es dauert ewig lange. Es würde allerdings heißen, dass ich...